Ja, hallo zusammen. Mal wieder ein etwas kürzeres Video. Ich versuche es kurz zu machen. 10 Minuten heißt 10 Minuten malen, natürlich nicht 10 Minuten erklären, weil ich ja jeden einzelnen Schritt beschreibe. Und dann legen wir direkt los. Was für Farben habe ich? Ich habe heute eine große Palette mit Eisenoxid Schwarz, Umbra Natur, Kyllin Blau, Cadmium Rot Hell, lichten Ocker, Cadmium Gelb und Titan Weiß. Findet ihr übrigens alles unten in der Videobox auch nochmal schön aufgeschrieben, langsam zum Nachlesen. Da es heute warm ist, werde ich meinen Malkarton 2430 kurz wässern, damit die Farbe nicht sofort trocken hat. Und es soll ja ein schnelles Motiv sein, das heißt, ich werde den Hintergrund auch direkt auf der Leinwand mischen. Ich nehme ein bisschen Weiß, ich nehme lichten Ocker und ich nehme ganz klein wenig von dem Cadmium Rot. Und das verteile ich jetzt hier. Und wenn ich hier über die Kaffeetasse drüber male, ist mir das wurscht, weil ich da eh mit Weiß nochmal nacharbeiten muss. Weiter geht's mit dem Tisch. Da nehme ich mir ein bisschen Umbra. Das ist leider schon vertrocknet. Und Gelb. Und Weiß. Ja, ein bisschen lichten Ocker noch dabei. Für diejenigen, die sich beschweren, dass ich immer hier mische und das Bild dabei abdecke, Leute, ihr könnt das Bild auf Stopp schalten, dann könnt ihr das in Ruhe gucken. Nur das Mischen, das müsst ihr sehen, deswegen halte ich das immer in die Kamera rein. Und das mal kurz zur Erklärung. Ich werde hier gleich nochmal mit einer helleren Farbe drüber gehen und dadurch die Illusion von Brettern erzeugen. Jetzt mache ich mal eben nur kurz die Schatten. Da mische ich einfach ein bisschen Schwarz mit Umbra, damit es nicht zu dunkel ist. Und male hier einfach von rechts nach links so ein paar Tischbretter, die man hier so erkennen kann. So, fertig. Jetzt kommt ein kleinerer Pinsel. Hier. Und ich habe mir überlegt, so ein bisschen komplementär zu arbeiten. Ist also leicht orange der Hintergrund und deswegen werde ich jetzt die Kaffeetasse in Blautönen halten. Mit Kyllinblau mische ich mir ein helles Bleu. Das nehme ich jetzt für die Teile des Bildes, die halt stark im Licht sind. Schatten, ein bisschen dunkler machen. Hier schon ein ganz klein wenig von dem Cadmium Rot dabei. Nicht zu viel, weil sonst wird es grün. Und ein bisschen was von dem Umbra. Umbra ist so eine Geheimwaffe, da könnt ihr wirklich jede Farbe mit abdunkeln. Und da können wir hier also die dunkleren Farbtöne anmischen, wie hier die Schattentöne. So, jetzt kann ich ein bisschen aufhellen. Wie ist das? Das ist hier so ein senkrecht nach unten gehende Dunkelheit. Zieht sich rüber und wird dann immer heller hier. Das heißt, ich mische die beiden Farben einfach ineinander, damit die jetzt so einen kleinen Übergang bekommen. Von dunkel zu hell. Nach unten wird es wieder dunkler, logischerweise. Ne? Die Tasse ist also leicht abgerundet. Dazwischen haben wir aber nochmal eine Helligkeit, das ist eine Reflexion von der Umgebung. Helle ich es nochmal ein bisschen auf. So, und hier haben wir das gleiche, Reflexion aus der Umgebung. Die eigentliche Kunst hier bei dem Bild ist immer so ein bisschen Mal nach Zahlen, so ein bisschen die Tonwerte zu treffen, dass sich die einzelnen Teile von dem von der Kaffeetasse in dem Teller so ein bisschen voneinander abheben. Das sieht schon ganz gut aus. So, ich werde jetzt hier in dem Bereich für vorne das noch ein bisschen aufhellen, damit ich mehr Kontrast bekomme zur Tasse. Seht, was das ausmacht, ne? So, und den ganzen Rand von der Tasse, den mache ich jetzt fast weiß. Etwas dunklere Farbe mischen
hier unten vor allen Dingen. Da habe ich das ein bisschen wieder übermalt. Die obere Kante von dem Teller, von der Tasse, die ist auch weiß. Dann nehme ich mir jetzt meinen Linierpinsel, damit ich einen schönen dünnen Strich hier malen kann. Hier vorne ist er dicker, weil da gucke ich drauf. So, hier auch noch wieder. Und jetzt haben wir nur noch die Schatten hier unten und dann könnte ich mich wieder an den Tisch begeben. Ganz unten an dem Teller ist es noch ein bisschen heller. Nicht zu hell, aber etwas heller, weil da auch wieder Licht vom Tisch zurückreflektiert wird. Das heißt, da füge ich noch einen ganz dünnen hellen Strich ein. Dann gucken wir noch den Kaffee. Das ist ganz einfach lichter Ocker mit Umbra. Dann habt ihr sofort eine wunderbare Kaffeefarbe. Die muss ich noch ganz klein wenig aufhellen. Und wenn es ein bisschen zu bräunlich geworden ist, dann nehme ich dann wieder mehr lichten Ocker. Dann Kaffee-Crema hier. Wenn es ein richtiger Kaffee wäre, dann könnte ich tatsächlich das Umbra nehmen. Kann ich mal zeigen. Seht ihr, habt ihr schon fast perfekt die Kaffeefarbe. Ups. Und ein paar Kleinigkeiten noch. Hier hinten bei der Tasse, da geht diese Helligkeit hier in so einem Bogen. Hier seht ihr, wie ich mische. Ja, dann geht das in so einen Bogen hier so rein. Das habe ich jetzt auch gemacht. Und da das Licht von rechts drauf fällt, möchte ich es hier noch ein bisschen heller haben. Ihr seht, dass ich nie mit dem reinen Weiß arbeite, sondern immer wieder ein bisschen in diese gemischte Farbe reingehe, damit es halt nicht zu hell wird. Dann gehe ich hin und mische mir ein schönes Orange. Hell das mit Weiß auf. Und damit kann ich jetzt noch die hellen Streifen hier einfügen. Im Tisch seht, das sieht alles super realistisch aus. Also vom Ablauf her empfehle ich euch, das vor der Kaffeetasse zu machen. Ich mache das jetzt nur wegen dem Video, damit ich jetzt nicht lang warten muss. Achso, die Kaffeebohnen fehlen ja noch. Genau, die muss ich auch noch machen. In dem Bereich lasse ich es dunkel. Da werde ich auch gleich noch ein bisschen Dunkelheiten nacharbeiten. Weil da ja der Schatten von der Tasse ist. Ihr seht, dass ich hier trocken arbeite, fast ohne Farbe auf dem Pinsel. Das mache ich relativ gerne und oft. Gibt immer so tolle Effekte mit der Oberfläche der Leinwand. So. Dann brauchen wir noch den Schatten von der Tasse. Und dann nehme ich mir halt einfach wieder Umbra mit lichten Ocker. Und dann kann ich hier noch ein bisschen Schatten ergänzen. Wofür brauche ich das Schwarz? Werdet euch die Frage stellen. Die Antwort kommt jetzt für die Kaffeebohnen. Schwarz mit Umbra ist mein Untergrund. Und da tupfe ich jetzt einfach hier meine Kaffeebohnen hier drauf. So, das lasse ich trocknen und dann zeige ich euch, wie man mit so einem Rundpinsel oder mit einem Katzenzungenpinsel relativ einfach jetzt gleich die Kaffeebohnen ergänzt. Aber bevor wir das machen, nehme ich genau diesen Pinsel schon mal her, um die aufsteigenden Wasserdämpfe hier noch zu ergänzen. Dazu arbeite ich in Trockentechnik, das heißt, ich nehme den Pinsel, ohne dass ich ihn ins Wasser gelegt habe, streiche die Farbe am Rand aus, dass ich kaum Farbe am Pinsel habe, im Notfall gehe ich auch noch mal kurz übers Papier und dann führe ich den mit der Seite in so leichten Bewegungen hier so nach oben und fertig. Das sind meine Wasserdämpfe. So, für die Kaffeebohnen nehme ich mir Cadmiumrot und Umbra gebrannt. Siehe da, ich habe die perfekte Farbe dafür, kann ein bisschen mehr Cadmiumrot dazu geben. Und wenn es zu dunkel ist, halt ein bisschen Weiß.
sieht absolut perfekte Kaffeefarbe. Bei meinem Fall ist es jetzt ein bisschen bräunlich, das kann ich jetzt so lassen. In der Bildvorlage ist es eher so leicht gelblich, dann kann ich ja nur ein bisschen Gelb dazugeben. Müsste aber nicht. So. Und jetzt gehe ich einfach hin und mache lauter kleine Halbkreise, Tupfer, vor allen Dingen oben. Und ich muss immer schauen, dass ich unten drunter noch eine Dunkelheit habe, nämlich die Schatten von der Kaffeebohne. Ein bisschen zu dunkel. Ich mische noch ein bisschen was von dem Ocker dazu. Ein bisschen Weiß. Mit dem Weiß bin ich vorsichtig, weil das Weiß die Farbe zu stark verändert. So, kann man es bleiben lassen, ja. Und ich habe jetzt verschiedene Farben. Ihr seht, etwas dunkler, mittel und hell. Deswegen zeige ich ja auch immer die Palette hier. Und damit kann ich jetzt spielen. Also je nachdem, wo die Kaffeebohnen sind, haben die auch eine unterschiedliche Farbe. Hier unten sind sie vielleicht dunkler, da oben heller. So, und jetzt tupfe ich das einfach hier auf. Sieht nur nicht 100% aus wie Kaffeebohnen. Liegt daran, weil es die erste Schicht ist. Die zweite Schicht ist jetzt deutlich heller. Jetzt helle ich wirklich auf mit Weiß. Und ich habe ja gesagt, das Licht kommt von rechts. Ist nur ein ganz klein wenig Rot dabei. Das heißt, jetzt überall an den Stellen, wo es heller ist, mache ich so ein kleines Komma oder einen Strich. Ich orientiere mich also an den bereits bestehenden kleinen Flecken, die ich habe, und ich helle jetzt diese Flecken teilweise halt auf. Manchmal gucke ich, dass ich das so ein bisschen hinbekomme, diese so zwei Hälften, wo dazwischen so ein dunkler Strich ist. Das kann ich jetzt auch imitieren. Wenn ich irgendwie so Komma, Komma machen, dann habe ich dazwischen halt auch den dunklen Strich. Geht alles wunderbar. Das Auge lässt sich da relativ leicht betrügen. So, sind immer noch nicht ganz fertig. Jetzt kommen nochmal die richtigen Glanzlichter. Dafür nehme ich dann halt wieder fast reines Weiß. Ich nehme mal so ein bisschen was von der Farbe, dass es nicht zu hell ist. Und gebe jetzt einzelne Lichttupfer an die besonders exponierten Stellen. Also wo es halt relativ weit oben ist. Hier sind so ein paar. Nicht zu viele, weil sonst sieht es komisch aus. Ja, ich würde sagen, das reicht. Ist jetzt ein bisschen länger als 10 Minuten geworden und mit den Farben ist jetzt auch nicht perfekt, aber es ist im Prinzip eine kurze Skizze. Wenn ihr mal Zeit und Lust habt, mal eben mal schnell was Schnelles zu machen, dann passt es und dann könnt ihr daneben, weiß ich, nur mit Klebebuchstaben oder mit Schablonen irgendwas daneben schreiben, keine Ahnung, Good Morning oder Coffee, den Klassiker. Ne? Also da gibt es viele Möglichkeiten, das in einen schönen Rahmen rein, sieht an der Wand total klasse aus in der Küche. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, tschüss!